Hallo, wir befinden uns hier im Bereich des alten Neckars Heidelberg-Wieblingen. Manchem von Ihnen wird dieser Bereich vielleicht auch schon bekannt sein. Dieser Bereich ist ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang, weil sich hier ein wichtiger Trittstein für Zugvögel aus dem Süden und aus dem Norden, die hier auf ihrer Reise durch Europa Nahrung und Ruhe finden können, findet. Das kann man im Moment sehr schön sehen. Hier ist beispielsweise ein Fischadler jetzt neuerdings zu sehen, der sehr viele Leute anzieht. Sehr interessant ist ein großes, stolzes Tier, der hier also seine Nahrung findet. Wir haben aber auch im Wasser Wertvolles. Hier haben sich Biber angesiedelt und können hier ihre Bauten bauen, ohne dass sie irgendwo in der Landwirtschaft oder an anderen Stellen Schwierigkeiten schaffen. Hier haben sie wirklich Ruhe, um sich zu vermehren, was ja sehr schön ist. Es ist aber auch ein Bereich, der einen großen Wert hat für die Wieblinger Bevölkerung. Wieblingen ist ein schöner alter Ort, der aber umgeben ist von Autobahnen, von Schnellstraßen, von Eisenbahnlärm. Und für die Menschen, die hier spazieren gehen wollen, geht eigentlich in dieser Richtung kein Weg wirklich hinaus. Deshalb ist dieser Bereich auch für die Wieblinger Bewohner sehr wichtig. Eine Brücke über diesen Bereich würde alle diese Qualitäten massiv stören. Deshalb sind wir nicht dafür, sondern wir suchen nach Alternativen, was es für Möglichkeiten gibt, die Berufstätigen auf dem Weg zur Arbeit, Menschen, die auf die andere Seite des Neckars wollen, aus welchen Gründen auch immer, zu transportieren, ohne dass es dieses Naturschutzgebiet gestört wird, und komfortabel und auch für alle Verkehrsteilnehmer benutzbar. Und darüber wird Ihnen jetzt der Sören Michelsburg erzählen, was wir vorschlagen als SPD. Wer möchte denn ins Neuenheimer Feld? Wir haben zum einen Patientinnen und Patienten, Beschäftigte, Nutzerinnen der universitären Einrichtungen, Dozierende sowie Studierende und auch die Sportanlagen besuchen. Tagsüber oder über den ganzen Tag verteilt sind es 46.000 Menschen, die über die Ernst-Walz-Brücke zum Beispiel fahren. Wenn wir uns also überlegen, wenn wir eine Alternative wollen, damit Bergheim und die anderen Stadtteile nicht so belastet sind, auch Wieblingen nicht, dann müssen wir schauen, dass es leistungsfähig genug ist, um wirklich eine große Menschenmenge zu transportieren ins Neuenheimer Feld. Und wenn wir in der Ebene keine Fläche mehr haben, wir haben ja auch den Neckar zu überwinden, dann gehen wir in die Höhe und wir schlagen hier eine Seilbahn vor. Die Seilbahn könnte in Wieblingen an der S-Bahn-Station startend über die SRH-Hochschule zur Kinderklinik, über die Kopfklinik bis zum Technologiepark fahren und da 6.000 Menschen pro Stunde und Richtung transportieren. Vor Ort im Neuenheimer Feld könnten dann die Nutzerinnen aussteigen, auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen, zum Beispiel Kleinbusse, die im Neuenheimer Feld fahren, auf Fahrräder, E-Scooter oder auch eben zu Fuß die letzte Meile gehen. Und welchen Vorteil haben wir dadurch? Wir kommen ökologisch, schnell, günstig, leise ins Neuenheimer Feld, entspannen die Situation vor Ort, bieten eine Alternative für alle, die bequem und auch sicher ankommen wollen und hoffen, dass das auch eine Heidelberger Bevölkerung auf Zuspruch führt.